Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Prick Funtime. Und heute schauen wir uns mal die Lego Ninjago Legacy Rätselbox Nummer 1 an. Und ich nehme es direkt vorweg, die ist aktuell im Handel nicht mehr verfügbar, weil das Ganze hier stammt aus dem Jahre, wo steht's? Da steht es, 2021 und ist damals für den Preis von 12,99 € erschienen. Das Ganze hier ist eine riesige Metalldose. Das Ganze ist vom Verlag Amit vertrieben. Und von Amit kennen wir aktuell diese Magazine, und zwar Rätselspaß. Das hier ist das aktuelle, war dann Rätselspaß mit Voldemort. Und das hier ist diese normale Magazingröße, sage ich mal. Also sehen wir, die Box ist auch etwas kleiner. Wie gesagt, der Originalpreis lag bei 12,99 €. Ich habe diese Box jetzt bei Amazon gefunden, da hat sie mich dann 13,99 € gekostet. Dafür ist es aber eine neue und noch in Originalfolie verschweißte Box. Das war es mir wert. Man bekommt sie auch gebraucht für ein bisschen günstiger. Falls ihr Interesse dran habt, ich verlinke euch sie unten in der Videobeschreibung. Jetzt werde ich mal schnell die Folie entfernen und dann schauen wir uns mal den Inhalt in Ruhe an. Bevor wir uns den Inhalt anschauen, noch einmal kurz zur Dose. Wie gesagt, es ist eine Metalldose. Vorne haben wir Lloyd drauf in seinem goldenen Anzug. Ich finde, das Design von dieser riesigen Blechdose ist wirklich nur genial gemacht. Richtig schön mit Vertiefung, beziehungsweise die Minifigur kommt schön nach vorne. Lässt sich auch einfach öffnen. Hier hinten sehen wir es nochmal schön geprägt alles. Hat zwar die ein oder andere kleine Delle, aber ich glaube, bei so einer großen Dose bleibt das nicht aus. Hier haben wir dann eine Minifigur dabei. Das ist der Lloyd im goldenen Anzug. Schauen wir uns später nochmal an. Natürlich in groß. Dann 4 Stickerbögen. Jede Menge Ninja, was auch sonst. 3. Und 4 Stück. Also die sind auf jeden Fall schon mal gut gestaltet. Und dann haben wir insgesamt 4 von diesen kleineren Büchern. Das hier ist Ninja Abenteuer. Das scheint dann auch ja mehr ein Comic zu sein. Dann haben wir noch Rätselabenteuer mit Garmadon. Steht auch dann unten drauf. Rätsel. Das Ganze befindet sich dann, hier haben wir 15 Seiten und dann haben wir Ninja starker Rätselspaß, also nochmal ein kleines Rätselbuch und das Ganze dann auch wieder auf 15 Seiten und dann das letzte ist dann wieder ein Rätsel, der grüne Ninja auf Mission, der Lloyd darf ja dann nicht fehlen. Also sind auf jeden Fall mal gut gemacht. Und wenn man sich das überlegt, einfach mal der Preis, die 4 Stück, noch 4 Sticker dabei und eine Minifigur. Und wie gesagt, einfach diese geniale Box. Echt genial. Also ich glaube, wenn man wirklich auf Reisen mit Kindern ist, was diese Ninjago-Fans sind, gibt es, glaube ich, aktuell nichts Besseres. Wie gesagt, in der Box hatten wir halt diese 4 Bücher, ein Comic, dreimal Rätsel. Noch ein paar Stickerbögen, Metallbox und natürlich die Minifigur, der goldene Lloyd. Und die schauen wir uns jetzt erstmal in groß an. Unser goldener Lloyd hier wirklich komplett in Gold gehalten. Die Hose ist bedruckt, selbst vorne die Fußspitzen nochmal dargestellt mit einem Golddruck auf den goldenen Beinen. Zudem ist der Torso vorne wie hinten bedruckt, sehr schön detailliert dargestellt. Hinten nochmal sein Symbol. Dann hat er noch ein goldenes Schulterstück mit Platz für 2 Katana. Zudem hat er noch ein Wendegesicht und seine Frisur mit integriertem grünen Stirnband. Also meiner Meinung nach eine richtig super tolle Minifigur. Und ich persönlich finde, ein goldener Lloyd muss einfach bei jeder Ninjago Minifigurensammlung dabei sein. Also ich fasse jetzt noch mal einmal kurz zusammen, was wir hier alles sehen und was wir alles bekommen haben. Wir haben hier diese richtig genial gestaltete Metallbox bekommen mit dem aufgedruckten goldenen Ninja Lloyd. Das Ganze ist, wie gesagt, aus dem Jahre
2021, gab damals für eine unverbindliche Preisempfehlung von 12,99 €. Der Titel hiervon ist dann Lego Ninjago, meine Ninja Rätselbox, und zwar die Nummer 1. Es gab insgesamt 3 Stück von Ninjago, die werden wir uns hier auch alle angucken. Und dann gab es noch eine Metallbox, damals mit dem Titel Gamadon. Die werden wir uns auch irgendwann hier noch anschauen. Und jetzt zu dem, was wir in der Box bekommen haben. Klar, einmal die Minifigur. Der goldene Lloyd mit 2 goldenen Katanen und natürlich alles an ihm ist Gold. Zudem gab es noch 4 Stickerbögen mit so ziemlich jedem Ninja und natürlich auch vielen Bösewichten. Also gefallen mir auch sehr gut. Zudem haben wir dann noch in der Box 3 kleine Hefte bekommen. Dreimal insgesamt ein Rätselspaß und einmal ein Comic. Und ich persönlich bin echt froh, dass ich mir diese Box geholt habe. Nicht nur, weil die Box super klasse aussieht, auch der Inhalt ist wirklich gut gemacht und ich sag mal, seinen Preis absolut wert. Aber all dies ist natürlich wieder nur meine persönliche Meinung. Eure Meinung zählt auch. Schreibt gerne in den Kommentaren, was haltet ihr von dieser Box und wenn hattet ihr diese Box auch gehabt? Schreibt gerne mal alles in den Kommentaren, was euch dazu einfällt. Und dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und solltet ihr es noch nicht getan haben, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal, euer Horgi.